Willkommen bei den Finanznews. Heute mit einem Beitrag zur wachsenden Kriegsbereitschaft der USA. Immer öfter werden große wirtschaftliche und politische Institutionen in den USA von Hackern angegriffen. Die amerikanische Regierung sieht das als immenses Risiko. Deshalb warnte US-Präsident Biden Russland und China kürzlich vor einem realen Krieg als Folge der Cyberangriffe. Die Tragweite einer erfolgreichen Cyberattacke auf amerikanische Infrastruktur ist mittlerweile so groß, dass sie in einem echten Krieg mit einer der beiden Großmächte enden wird, warnte Biden. Bei seinem jüngsten Besuch im Büro der US-Geheimdienstkoordination OTNE merkte er an, dass die Fähigkeiten von erfolgreichen Cyberangriffen heutzutage exponentiell zugenommen haben. Hacker in Russland und China sind nach Bidens Aussage die Hauptbedrohung für die nationale Sicherheit der USA. Es gäbe eine wachsende Welle von Cyberattacken aus diesen beiden Ländern. Oft genutztes Werkzeug ist die sogenannte Ransomware, eine Erpressung von Lösegeld von amerikanischen Regierungsbehörden und der Privatwirtschaft. Die US-Regierung, die EU, Großbritannien und NATO-Partner hatten zuletzt besonders China für mehrere unverantwortliche böswillige Cyberaktivitäten verantwortlich gemacht. Bestes Beispiel war der Angriff chinesischer Hacker auf den US-Konzern Microsoft im März 2021. Aber auch Russland bekam in Bidens Ansprache sein Fett weg. Kriminelle und Geheimdienste arbeiten dort Hand in Hand. Zwei verschiedene Arten von Hackerangriffen sind zurückverfolgbar nach Russland. Zum einen lässt die russische Regierung Cyberkriminelle ungestört Ziele im Ausland angreifen und zum anderen nutzt der russische Geheimdienst deren zerstörerisches Potenzial, um Ministerien, Behörden und Firmen in den USA auszuspionieren. Die russische Regierung bestreitet solche Attacken. Ermittlungen nach einem Hackerangriff im Juli diesen Jahres auf den amerikanischen IT-Dienstleister Kaseya ließen sich jedoch eindeutig auf russische Hacker zurückführen. Eine vor US-Geheimdienst in Russland geortete Gruppe namens Revil verlangte damals 60 Millionen Euro in der Digitalwährung Bitcoin für einen rettenden Generalschlüssel zu allen betroffenen Computern des Dienstleisters. Dieselbe Gruppe steckte auch vor wenigen Wochen hinter dem Angriff auf den weltgrößten Fleischkonzern JBS. Das Unternehmen musste als Folge für mehrere Tage seine Werke in den USA schließen. JBS zahlte den Angreifern umgerechnet 11 Millionen Dollar in Kryptowährungen. Schäden und Störungen durch Cyberattacken nehmen in der realen Welt Tag für Tag zu. Wenige Wochen vor der Attacke auf JBS hatte es den Betreiber einer der wichtigsten Benzinpipelines in den USA getroffen. Der Stopp der Benzinpumpen löste Panikkäufe an der US-Ostküste aus. Die Betreiberfirma Colonial zahlte den Hackern 4,4 Millionen Dollar. Gut die Hälfte dieses Geldes konnte später vom FBI im Netz beschlagnahmt werden. Dieser Cyberangriff zielte auf die größte Pipeline der USA ab und legte sie lahm. In einem Austausch zwischen Biden und Putin über sogenannte Tabuziele für Hackerangriffen erklärte sich Russlands Präsident im Juni in Genf bereit, bilaterale Gespräche über Cybersicherheit aufnehmen. Dabei sollen konkrete Fälle angesprochen und Tabuziele definiert werden. Biden hatte Putin eine Liste mit 16 Bereichen kritischer Infrastruktur übergeben, auf die keine Hackerangriffe verübt werden dürften. Dazu zählen laut US-Regierung der Lebensmittel- und Energiesektor, Verkehrs- und Kommunikationsnetze, Banken und Gesundheitseinrichtungen. Die US-Regierung stellte nun Pläne vor, wie sie den Schutz solcher kritischer Infrastrukturen verbessern will. So wird die US-Behörde für Cyber- und Infrastruktursicherheit CISA Zielvorgaben entwickeln, die private Betreiber künftig zum Schutz ihrer Computersysteme einhalten müssen. Der Staat könne hier nicht alleine handeln. Die Industrie muss ihren Teil beitragen. Fast 90% der kritischen Infrastruktur in den USA sei in den Händen der Privatwirtschaft. Phase 1 dieses Schutzplans sieht erst einmal nur freiwillige Schritte vor, um die Situation zu verbessern. Die Regierung erwägt aber in Phase 2, verpflichtende Vorgaben zu erlassen, um die Cybersicherheit zu stärken. Derzeit gäbe es noch keine systematischen Regularien.
Das sei angesichts der wachsenden Bedrohung leider unzureichend. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind es Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten. Und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer eins. Sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt, extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. 1 Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen, wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt, und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.